Die New Housing in Stuttgart. Ja, und Tiny Häuser, das ganz große Thema. Und hier habe ich das Gefühl, das könnte eins der längsten Tiny Häuser hier auf der Messe sein. Ja, es ist unglaublich lang. Du kommst aus der Nähe von Stuttgart, gell? Jawohl, Heilbronn-Neckarsulm. Ja, wie ist dein Name? Ich bin der Ibrahim. Ibrahim, das ist ein Haus, das siehst du von außen und denkst dir, mein Gott, ist das lang. Wie lang ist es denn? 12 Meter. 12 Meter nur? Ja. Komm, wir gehen mal dran vorbei, dass wir das mal sehen. Du bist von der Firma Tiny Systems. Wir haben schon gedreht auf der Messe Stuttgart mit Jawohl, dir, gell? Jawohl, genau. Da waren wir mit kleinem Haus da. Und es hier ist ein bisschen größer, oder? Ist ein bisschen größer. Okay, wie waren denn die Reaktionen auf das Video? War das okay? Das war super, die Reaktion, ja, klasse. So, das hier könnte ein Badezimmer sein, oder? Das Milchglas. Wir haben Badezimmer und Toilette extra. So, komm, wir gehen mal einen Schritt zurück, wenn du mal kurz mit mir mitkommst. Dann zeigen wir es mal, wie groß das Haus ist. Also 12 Meter Länge. Die Breite sind 3 Meter? 4 Meter breit. 4 Meter, das heißt, das ist schon ein ordentlicher Schwertransport. Und je nachdem, wo das in Deutschland hin muss, rund 10.000 Euro, kann man rechnen? Ja, nicht ganz, nicht ganz. Okay. Die Lebensdauer von so einem Haus, bei guter Pflege, kann man schon sagen, 30 Jahre? Länger wie 30 Jahre. Ja. Was ist da für ein Dach jetzt drauf? Da ist ein Blechdach drauf, ne? Okay, das ist also, auch das hält wirklich sehr, sehr lange. Die sind auf Langlebigkeit ausgelegt. Das Interessante ist, auf den Parks, oft werden ja die zurzeit in Parks eingesetzt. Das hier ist aber jetzt eine andere Sache. Hier geht es ja um das Thema Baugenehmigung, Leben in einem Haus. Kriegt man bei Laag eine Baugenehmigung? Geht das? Natürlich, selbstverständlich. Wie ein baugenehmigungsfähiges Haus. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Die Leute fragen danach, hier ist die Klimaanlage, ist an, hier drinnen wird schon langsam ein bisschen schwül. Wie ist denn die Nachfrage am ersten Tag? Ist es gut für dich? Sehr gut, auf jeden Fall. Wir haben unheimlich viele Interessenten schon aufgenommen. Also Bedarf ist da, Anfrage ist auch da. Die Wohnfläche von dem Haus hier? Wir haben 4 Meter breit, 12 Meter lang, brutto 48 Quadratmeter. 48 Quadratmeter, Wahnsinn. Ja, es gibt ja jetzt eine neue Baunorm GEG, das ist aber kein Problem. Die Wände werden dann ein bisschen dicker, oder? Ja, das ist kein Problem. Ich zeig dir, darf ich du sagen, ja? Ja klar, natürlich. Ich zeig dir nachher, wir haben sogar einen Wandaufbau drinnen. Nach okay. GEG gebaut, ja. Also GEG, weil viele gesagt haben, das geht gar nicht. GEG, da kriegt man in Deutschland für Tiny Häuser keine Baugenehmigung. Das stimmt gar nicht. Die Baugesetze sind ja definiert und wenn ich die einhalte, kriege ich auch eine Baugenehmigung. Ja, natürlich. In dem Fall haben wir ein Mobilheim, ne? Und baugenehmigungsfähig, ohne Probleme. So, das heißt also, wenn ich zum Beispiel Dachneigung und so weiter habe, das kann man anpassen, oder? Das kann man anpassen. Wir haben ja verschiedene Modelle, ne? Verschiedene Möglichkeiten, kann man anpassen. So, jetzt habe ich hier einen Eingang. Das Ganze könnte man jetzt noch mit einer großen Veranda unterbauen, das würde gehen? Ja, natürlich, selbstverständlich. Wie gesagt, wir haben ja verschiedene Modelle und da kann man auch verschiedene Eingangstüre auswählen, Schiebeelemente einbringen, andere Fassade einbringen, Holz, Metall, kann man kombinieren. Wir haben sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Sag mal, hast du eine Ausstellung, wo man mehrere sieht oder wie läuft das? Genau, ja, wir sind in Neckarsulm, da haben wir mehrere Modelle stehen. Ja. Das heißt, die Leute kommen zu dir, machen einen Termin, man kann durch die Modelle durchgehen. Die Inneneinrichtung, die kann ich bestimmen, der Boden und das alles? Ja, ja, da können wir bestimmen. Wir haben Muster, verschiedene Muster und da können wir bestimmen. So, hier vorne, der Name von dem Typ hier? Das ist jetzt unser, das haben wir ganz neu bekommen. Kein Problem, das ist Zeit. Ich zeig mal derweil mal. Jersey heißt unser Modell, Jersey. Jersey. Jersey und das haben wir in Neckarsulm ausgestellt, unser Capri-Modell. Capri ist ein bisschen schicker. Das hier ist so ein bisschen mehr. Ja, ist so Ferienhausmäßig. Capri ist unser Luxusmodell. Das sieht auch sehr schick aus. Das haben wir in Neckarsulm. So, ich zeig's mal gerade. So, und das ist die Adresse in Neckarsulm, die ihr habt. Ja, die New Housing, die Messe gibt es ja noch nicht so lange, oder? Hm. Ist es jetzt für dich das erste Mal? Für mich das erste Mal, genau. Und was hast du erwartet? Ist okay? Ist okay. Ich habe eigentlich gedacht, Mensch, okay. Bin ich mal gespannt, was da los ist, weil von der Größe her ist überschaubar, sage ich mal. Aber unheimlich viel, also von der Interessenten her sehr, sehr gut momentan. Ich glaube, dass sich der ganze Markt in Deutschland erst entwickelt. Also das ist ja, oder? Ja, ist eine Entwicklung. Vor allem bei uns in Deutschland, also Deutschland, Schweiz, Österreich so ein bisschen, ne? Frankreich, Holland, da ist ein bisschen einfacher, auch mit der Baugenehmigung und so weiter. Ja, Laag, das ist so ein kleines bisschen der Mercedes unter den Tiny-Häusern, ne? Ich sag mal so, wir sind mit, ich identifiziere mich einfach mal wir, weil wir sind mit 1400 Häusern, also im Jahr, ist schon eine Nummer, ne?
1400? Ja, genau. Und die werden wo gebaut? In Polen. In Polen? Jawohl. Okay. Ja, sind viele polnische Anbieter sind hier, aber das hier ist jetzt eine Serienfertigung auf dem Millimeter, oder? Richtig, ganz genau. Also bei uns waren auch viele Handwerker da, haben sie auch sehr genau angeschaut. Ich sage, Mensch, klasse gemacht. Spaltmaße, alles stimmt. Das ist, glaube ich, den Leuten ganz wichtig, also die reinkommen. Klar, jetzt kann man nicht erwarten, dass das hier jetzt ein Stein auf Stein gebautes Haus ist. Außen, was ist das hier für eine Fassade? Das ist Kunststoff, das kann man auswählen. Kunststoff, Holz oder kombiniert, oder Metall. Ist Holz echt, geht auch? Holz geht ja auch natürlich, ja. Okay, dann habe ich natürlich etwas mehr Pflegeaufwand. Das heißt, das eine kommt mit dem anderen. Ja, jetzt sieht man hier die Innenwände, die da sind. Hier hast du eine schöne Stehhöhe hier, in dem Fall von 2,40 Meter ungefähr? Ja, 2,40 Meter, genau. So, dann großen Sitzplatz. Hier kann man dann auch verweilen. Die Breite, darf ich Sie mal kurz fragen, ist das breit genug für Sie hier? Für mich schon, ja. Für Sie schon? Okay, ja, so im Alter, wenn man kommt. Viele Leute, die gucken von außen drauf, gehen dann hier innen rein und können es gar nicht fassen, wie viel Platz man hier drin hat, oder? Ja. Das ist schon verwunderlich, oder? Die Leute kommen rein und sagen, wow, ja, doch, das ist schön, groß, breit, ne? Ausland, hier vorne hast du dann hier ja, dann nochmal den Fernseher mit drin, dann eine offene Raumgestaltung, ganz wichtig, das merkst du hier im Moment, ist natürlich das Thema Klimaanlage, die habt ihr mit eingebaut und damit kann ich auch heizen. Heizen, kühlen, genau. Eine Wärmepumpe. Wärmepumpe, kleine. Wir haben hier Bodenheizung noch zusätzlich. Ist es eine Fußbodenerwärmung oder eine Heizung? Erwärmung, Heizung. Ja, Erwärmung, ja. Das heißt, ich habe warme Füße. Genau. Sehr schön. Guck mal hier, das ist der Wandaufbau, oder? Genau, wir haben zwei verschiedene Möglichkeiten. Um GEG zu erreichen, 55, brauchen wir diese Wandaufbau, ne? Mhm. Oder als Campingversion diese. Da liegen wir circa 10.000 Euro Unterschied. Okay, die investiere ich einmal, dann kriege ich aber die Baugenehmigung und die Heizkosten, die sinken. Ist natürlich im Sommer auch schön, das wird ja immer heißer, das heißt, die Klimaanlage muss nicht so schaffen, oder? Richtig, vor allem haben sie dann Statik alles schon dabei in den Plänen. Ach, die ist mit dabei. Ja, das heißt, ich krieg einen Bauantrag, also quasi, ich unterschreibe den, reiche den selber ein. So läuft das? Das können Sie machen, genau. Mhm. So, und das ist jetzt hier Küche. Und das ist ein großes Haus hier, oder? Ja, ich kann mal zeigen. Also da haben wir... Bitte. Da haben wir Waschtrockner zum Beispiel drin. Ein Waschtrockner? Okay, der von Whirlpool. Genau. Der wäscht und trocknet? Wäscht und trocknet, jawohl. Mhm. Okay, und dann oben Kühlschrank? Kühlschrank, Frierkombination. Okay, also wie zu Hause quasi, oder? Wie zu Hause, ganz normal. Das Gewicht, was wiegt das Haus? 11 Tonnen. 11 Tonnen, das heißt, das fliegt nicht beim ersten Wind weg? Nee, das fliegt nicht mehr. Er lacht da. Ja, weil die Leute haben ja viele, viele Fragen. Wie geht das jetzt hier? Wie ist das mit dem Boden? Wie lange hält das Haus und so weiter und so fort? Und die Außenfassaden, die können wir jetzt gleich mal gucken. Fußböden, das sind die Polsterstoffe, die kann ich wählen? Die können Sie wählen, ja. Ja. Wir haben, also Sie können alles wählen. Außenfassade, Innenfassade. Sie können, ihr könnt theoretisch auch Pharmazell innen zum Beispiel wählen, Pharmazellplatte. Würde auch gehen. Würde auch gehen, ja. So, und die Küche ist dabei im Preis? Die Küche ist dabei. Da haben wir einen Geschirrspüler. Ein kleiner Geschirrspüler hier. Kleine, oder? Sie können aber auch einen 60er Geschirrspüler haben. Warte, ich zeige das mal gerade. Hier vorne ist er drin. Das heißt, es ging auch ein größerer. Aber das ist jetzt hier, eins daneben. Eins daneben. Okay, von Whirlpool. Genau. Das heißt, die ganzen die Geräte sind alle von Whirlpool? Sind von Whirlpool. Sie können aber auch Bosch haben von uns. Mhm. Spielt keine Rolle. So, und hier vorne. Kaffeemaschine, dann ein Franke-Spülbecken ist mit dabei und hier siehst du sehr schön, also all das ist hier mit drin und wenn ich das Haus jetzt bestelle, wie lange muss ich denn warten auf mein Wunschhaus? Ich sage mal so 3 Monate, aber um sicher zu gehen, sage ich 4 Monate. 4 Monate, das heißt die Baugenehmigung, die dauert wahrscheinlich länger, oder? Die dauert länger, ja. Mhm. Wenn ich jetzt bestelle und ich kriege keine Baugenehmigung, aus welchem Grund auch immer, oder gab es das noch nicht? Also theoretisch kriege ich eine Baugenehmigung. Ja. Also mir erfüllt die Normen. Okay. Das heißt, den Fall, den gibt es so nicht. Wir gucken mal ganz kurz hier ins Schlafzimmer rein. Hallo? Ist ja tiny hier, oder? So ein bisschen, ist schon gemütlich. Das ist jetzt hier ein Zimmer für die Kids, oder? Für die Kids, da könnte man theoretisch auch ein Büro draus machen. Also, dass man die Bette weglässt, zum Beispiel. Okay, das heißt, die kommen mit dabei, die Betten, oder? Die sind dabei. Da könnte man auch Ankleider machen, wenn man Bette nicht möchte. Sind die gut, die Matratzen gekommen? Ja, sehr gut, ja.
Okay, ein großer Kleiderschrank ist hier noch mit dabei. Das Haus sieht so aus, als wäre es gerade erst fertig geworden, oder? Das ist der, ist noch brandneu. Brandneu, das ist von Transport her halt so, ne? Okay. Das sind so Schutzsachen, die dann kommen. So, dann habe ich einen richtigen Gang. Was ist hier drin? Haustechnik? Oder? Ach, eine Gästetoilette. Gästetoilette? Wie cool. Eine eigene Gästetoilette mit einem kleinen Waschbecken mit dabei, hier auf der Seite. Das ist auch mit drin. Und überall Lüftung. Ich glaube, Lüften in einem solchen Haus ist extrem wichtig. Das heißt, du kannst gerne wieder zumachen. Da bin ich nochmal. Thema Lüften ist ja hier ganz wichtig, oder? Ja, natürlich Lüfte. Fenster, alles, Öffnungen überall, ne? Die sind ja gelüftet. Da haben wir Bad. Okay, nochmal ein Badezimmer. Das ist groß. Also nochmal eine große Dusche auf der linken Seite, eine Echtglasdusche mit drin. Hier kannst du auch tanzen. Also die ist ganz, ganz groß auf der Seite. Und ja, spannend ist natürlich auch wirklich die Einrichtung. Alles in Betonoptik. Du hast ein großes WC mit drin und auf der Seite immer wieder ein Handtuch, Trockner und dein Badezimmerschrank. Ja, bitte? Mach mal zu. So, da sind wir. Und dann die Qual der Wahl. So, das heißt, man kommt denn hin und... Sehr schön. Sehr schön, Quelzine. Super, das ist genau die richtige Aufteilung. Genau. Da bin ich voll Ihrer Meinung. Ja? Darf ich Sie mal kurz was fragen? Klar. Geht ganz schnell. Sagen Sie mal, Sie wollen jetzt ein Tiny House kaufen, eventuell? Wir sind am Gucken, ja. Am Gucken. Warum? Warum ein Tiny House? Weil wir uns im Alter verkleinern wollen. Ganz einfach. Das heißt, man braucht vieles nicht mehr, oder? Ja. Großer Garten? Kleinen Garten, Terrasse, kleines Haus. Feierabend. Weniger putzen, weniger Staubsaugen, alles gut. Unterwegs sein im Wohnmobil eventuell? Nein. Nein. Reisen oder einfach fest. Nur fest? Reisen ja, wohnen fest. Okay, verstanden. So, vielen, vielen Dank. Sehr schön. Ja, auch hier wieder eine Klimaanlage, dann großer Kleiderschrank. Wenn du mir den mal gerade einmal kurz öffnest, bitte, sei so nett, dass wir den mal sehen. Und da hast du dann zwei Kleiderschränke. Es gibt die Möglichkeit, dass du nochmal zusätzlich einen Service-Schrank, also ein Service-Haus noch mit dazu kaufst. Ja, also in genau der gleichen Optik, das würde gehen. Optik, das würde gehen, selbstverständlich. Ja. Also Rasenmäher, E-Bikes, genau. Kann ich... Hier müssen wir nur die Größe sagen und dann wird es danach gemacht. Ne? So, die Fenster, was sind das hier für Fenster drin? Ganz normale Kunststofffenster, Zweifachverglas. Zweifachverglas und das langt auch für GEG, oder? Das reicht für GEG, ja. Okay, so. Sag mal, die Frage GEG, kommt die öfter? Die kommt immer. Also zum Dauerwohnen braucht man GEG, ne? So, und das ist Small Pot. Also das würde mich jetzt ein bisschen anfixen. So dieses Holz mit dem Grau, das kommt da gut an, oder? Das kommt sehr gut an, ja. Je nach Wunsch, je nach Kundenwunsch. Wir haben ja über 100 verschiedene Möglichkeiten. Ne? Das ist ja nur ein Auszug von unseren Häusern. Sag mal, die Qual der Wahl, wie gehen denn die Leute damit um? Wenn die sich überhaupt nicht entscheiden können. Es gibt so viel Auswahl. Ja, da müssen wir auch dir helfen. Wo stellt ihr hin? Wie ist das Gelände? Ist das jetzt im Park? Ist das jetzt im Grüne? Ist das jetzt im Dorf? Und da machen wir gemeinsam Arbeiten. Komm, wir gehen mal raus, räumen das Tiny House. So, ich darf die Leute mit der großen Casio-Uhr beglückwünschen. Trendsetter. Alle haben meine Uhr an. So, Garderobe hier uns noch auf der Seite. Alle Vorhänge sind mit dabei. Schnell raus hier, denn hier ist die Hölle los auf der New Housing in Karlsruhe. Für dich ja ein Katzensprung, oder? Jawohl, mir ist nicht weit. So, Ibrahim, komm. Tiny Systems, das Ganze in der Dieselstraße 12 in Neckarsulm. tinysystems.de und die Telefonnummer ist hier mit dabei. Ibrahim Binchan. Binchan wird es ausgesprochen. Genau. Sehr, sehr, sehr schön, ja. Nicht Binkan, sondern Binchan. Ja, meine Freunde sagen teilweise auch Binkan, aber ist okay. Binchan ist okay. Tschüss, Ibrahim. Danke. Mach's ciao, ciao. Gut, 30. Juni 2023. Tschüss.